So, ich spreche gleich ein Intro ein für YouTube, damit die Leute, die 4K-Challenge auf Video-on-Demand-Seiten konsumieren, auch wissen, wie die Regeln sind. Denn mir ist aufgefallen, hin und wieder kapiert jemand nicht, wie die 4K-Challenge funktioniert, obwohl sich das Regelwerk nie dazu geändert hat. Hallo YouTube, was geht zu meiner 4K-Challenge? Erster Run. Ich erkläre hier mal ganz kurz die Regeln, damit ihr Genies auch in den hintersten Reihen wisst, was hier gilt und was nicht. Wenn ein Survivor am Ende durch die Edge entkommt, ohne dass die Pisser 5 Gens geschafft haben, gilt es als Kill. Wenn die Survivor entkommen wollen, müssen sie 5 Gens schaffen. Ansonsten ist es ein 4K. Das heißt, ja, faktisch gesehen, wenn einer durch die Hedge kommt, wäre es ein 3K, aber die Hedge spawnt random am Arsch der Heiden, irgendwo direkt unter den Füßen eines random abgefuckten Survivors. Und dann ist der einfach entkommen, ohne dass der was geleistet hat und die haben vielleicht einen Gen geschafft, dann gehe ich die zurück zu Jumper, das wäre ja bescheuert. Und wenn ich die Hedge zutrete und er dann durch die Tür entkommt, dann ist das natürlich dasselbe wie ein Hedge Escape, sonst dürfte ich die Hedges ja nicht zutreten. Des Weiteren spiele ich keine Morris. Add-ons sind alle erlaubt. Ich dürfte Map-Offloading schmeißen, aber hab nicht mehr so viele. Gibt's sonst irgendwas Unklares? Gut, ich denke, jeder auf YouTube hat verstanden, wie die 4K-Challenge funktioniert. First Try, wir beginnen heute. Das Event hat gerade geendet. Und wir gehen jetzt in den Run, Freunde. Strategie mit Chopper ist, einen Vollidioten deiner Wahl zu downen. Zum Beispiel diese Feng Ming. Und dann tragen wir sie ins Basement. Dann ab dem Punkt, wo sie ins Basement getragen wurde und dort unten auch hängt, am besten, lassen wir nicht liegen, machen wir alle Eingänge zu, sodass wir jetzt einen vollständig funktionstüchtigen Full-Face-Camp haben, ohne selbst dabei anwesend sein zu müssen. Wir bauen also praktisch wie in Minecraft eine Maschine, die vollkommen von selbst arbeitet, ohne dass wir dann manuell nachhelfen müssen. Und wenn jetzt irgendein Vollidiot dahergeht und denkt, ihr könnt im Basement diese Feng Ming abhucken, farmen wir damit Survivor. Gut. Ich denke, damit sind alle Fragen geklärt. So. Sonst können sie die Pellet droppen. Das wollen wir ja nicht. Viel Glück für die 4K-Challenge. Schaffst du es besser als First 3K. Glück brauchen die schwachen Spieler. Wir brauchen kein Glück. Wer abhängig von Glück ist, ist weak. So, Freunde, und jetzt werden wir einen Double Kill machen. Wie funktioniert die 4K-Challenge nochmal, KLL-Gas? Nö, nochmal erkläre ich das nicht. Spul zurück, wenn du es wissen willst! So, wie ihr seht, unsere automatische Survivor-Farm-Maschine funktioniert einwandfrei. Wir haben dafür nur ein standardmäßiges Gebäude wie das Shack gebraucht. Das steht auf jedem einzelnen Shattered Square. Also, wenn ihr auf Shattered Square spawnt, dann wird da auch immer ein Shack sein. Da müsst ihr also nicht erst noch irgendwie nachhelfen, irgendwie ein Offering schmeißen oder es selbst bauen. Und dann fügen wir einfach nur an den Knotenpunkten noch 3 exquisite Fallen. Mit den Addons ist eigentlich schon fast egal. Mit Bloody Coil und Selbstaufstellen natürlich noch mal ein bisschen geiler, aber wir wollen ja nicht mehr 3 mit den Addons. Da stellt ihr aber an den Knotenpunkten, die ich euch gerade eben gezeigt habe, jeweils eine Falle und dann ist eigentlich auch schon gewonnen. Ab dem Punkt ist eure selbst zweimal farmende Maschine funktionstüchtig. Dann richtet ihr noch die letzten beiden Survivor hin und ihr habt gewonnen als Trapper. Bam, erster 4K. Dann gehen wir in Wraith, da muss ich nur existieren. Für YouTube ist es in 2 Minuten. Für euch nicht. Ha! Habe ich schon erwähnt, dass das mein erster Run ist? Wir stellen eine Falle hier in Freunde drauf. Geschissen. Ist der Typ irre. Der macht nochmal einen Gen. Der hat nur Angst vor Gott. Das hier. Jill Valentine. Ich hasse es, wenn sich jemand einen romantischen Nachnamen gibt. Da muss man ja nichts zu sagen, oder?
Knie! So! Gut. Intro gesprochen. Unsere unendliche, 100% funktionierende 4K-Strategie mit Trapper. Möchte übrigens erwähnt haben, dass ich in der 4K-Challenge bisher noch nicht ein einziges Mal mit Trapper verloren habe. Ich kann die auch quietschend und knatschend dahinstellen. Das Einzige, was sie können müssen, ist zuschnappen. Und das können die alle fantastisch. Geölt oder nicht. Dirty! Wie hart soll das Game gewonnen sein? Yes. Yes. God Palette down. Denkt, ich könnte ihn hier nicht outplayen, du Narr. Du unendlicher AW-Shifter-Warp. Hä? Geht's dem Typen gut? Ist ja fast schon ein bisschen suizidal. Oh, ich hab zu viel rübergeschwungen. Hoppala. Warum schlage ich jetzt schon zweimal dagegen? Zweimal! Das war jetzt zweimal, schwing ich gegen die scheiß Palette. Das waren beides Hits. Fuck. Uff. Die wollen keine Jets machen, oder was? Na, wenn ihr beide hier seid, Freunde, das Angebot nehme ich an. Merken, Jake hat deutlich größere Eier als ihm zu. Ihm zugehörig sein sollten. Ja, doch, das passt. Verstehe nie, warum Full-Life-Personen für Half-Life-Personen tanken, wenn sie gerade vom Hook kommen. Ich glaube, das sind immer Survivor, die das Base-Kit BT nicht mitbekommen haben. Deadheart. Heute schon öfter gesehen. Oh Gott, ist das Game gewonnen. Ah, ihr könnt es euch nicht vorstellen, Freunde. Ich bin hier so in der Superior Power Road. Und sie hat hier nichts außer das kleine Pissfenster. Hier ist gar nichts. Alles schon weg. Da hat der Jake sich schon feinsäuberlich wie ein kleiner Staubsauger drum gekümmert. Oh Gott. Also für alle, die jetzt gerade auf YouTube sind, ihr könnt den Part skippen. Das ist ein 4K. Schade, dass Jake nicht unterwegs war. Drei Personen hier, ne? Oh Gott, ich kann euch nicht beschreiben, wie sehr das ein 4K ist. Oh, wirklich. Ich würde jetzt eigentlich normalerweise meine Eier auf den Tisch legen und so ein Messer mit der Spitze dran halten und sagen, wenn das kein 4K ist, stech ich zu. So sicher, wie das Amen in der Kirche. Versteht ihr das? Es könnte biblisch
nicht noch mehr 4K sein, als es ist. Made for this Enjoyer. Der denkt, der könnte extra ohne laufen, weil er 3% mehr Movement Speed hat. 3%! 3! Das ist ein 4K biblischen Ausmaßes! Also egal wer hier ist, er ist Half-Life. Enjoy! Und der ist dead on hook. TDD, erster Survivor. Warte. Ich bin mir ziemlich sicher, ich habe ihn zweimal gedownt. Habe ich ihn zweimal aufgehangen? Bro. Ich hab den sowas von zweimal aufgehangen. Kannst aber Gift draufnehmen, du. Das Game ist da fein, liegt da falsch. Das Game hat da Rechenfehler irgendwie. Ach stimmt, Dead Hard. Die sind so am Arsch, die sind gerade so damit beschäftigt, einfach nur zu heilen. Die sind mit Bild. Also wirklich, das Heilen kostet die gerade unendlich viel Zeit. Mal zwei. Nimmt einfach unendlich mal zwei. Die sind hart beschäftigt. Die haben gar keine Zeit für irgendeinen Gen. Und wenn, dann sind sie tot. Die heilen sich hier. Huch. Da haben wir Cocky Jake. Und während ich ihn jetzt hier committe, muss erstmal noch einer abhuckt werden. Er hat noch einen Deadheart, Freunde. Gigidi! Jetzt nicht mehr. Jetzt ist er tot. Er wiggelt auch nicht mehr. Meine Damen und Herren, das nennt sich Surrender. Surrender. Und sie heilen sich, diese unendlichen Narren. Ich meine, müssen sie. Es wäre deutlich einfacher, was zu hören, wenn du jetzt nichts haben würdest. Jetzt heulen die sich hier irgendwo und ich kann nicht sagen, wo, Alter. Wo sind die Pisser? Hab einen gefunden. Richtig, der ganze Bereich hier ist vorbereitet. Der komplette Bereich hier, Freunde, ist vorbereitet und ready für das Finale. The Finale. Wie sieht's da hinten aus? Give me that Aura Read. Falls jemand Anti-Aura-Read hat, gehen wir mal näher ran. Alter, sind wir schneller, wenn wir hier rumgehen. Der Typ shiftet nämlich seine Mutter ab. Der kommt uns hier jetzt einfach gleich entgegen.
Weil die so ohne Sinn und Verstand, die rennen einfach nur. Die denken, die sind davon überzeugt, sagen wir es so, dass du denen als Killer wirklich einfach nur stumpf hinterherläufst. Dass da wirklich nichts passieren kann. Feng Ming hat verstanden, dass es vorbei ist. Na, besser ist es! Ja! Ich höre mir jetzt hier nicht 10 Minuten an, wie sie jodelt. Feng Ming hat verstanden, wer hier der Chef im Haus ist und wer die Angestellten. So viel dazu. Zwei Meter pro Sekunde, Freunde. Diese unendliche Macht. Gut. GG. Ja, kniet nieder, ihr Hofnarren. Have a nice day. Yeah, küsst meine Füße, ihr Loser. Gott, war die Runde einfach. Ich bin, glaube ich, 3-4 Mal bin ich eingepennt. Ich habe 5 Minuten des Games gar nicht mitbekommen. Alter, Teles. Tila. Entschuldigung. Das ist wegen Nexus blöder Freunde. Also. Lex heißt das und du heißt Teen Lair. Das ist. Für mich ist das verwirrend. Gib mir 2 Sekunden. Okay, hab mich drauf einen abgefunden. Oh, Dog. Also, da nicht zu droppen, Junge. Entschuldigung, bin ich ein Superstar. Hierher läuft, ist nicht mal mehr auf lang zu sehen. Ah. Ich bin natürlich genau zwischen beiden locker, beiden Head-Ons. Dass sie auch wirklich beide gleichzeitig treffen können. Aber dass sie das Fenster nicht genommen hat, war töricht. Ist das cocky, diese Palette nicht zu spielen? Ich bleib doch nicht wirklich am Last Pixel hängen. Alter, ich bleib genau beim Pixel hängen. Ich krieg zu viel. Ach ja, stimmt. Das ist ja keine wirkliche Abkürzung. Ich bin wunderbar. Warum bin ich gut? Holy shit, krass. Das ist perfekt die Abkürzung, weil dieser Vollidiot nämlich denkt, ich würde auch einfach hinterher wollen. Ha, yeah! Du bist ein Wunder, so wie ein Wunder, ein Wunderpunkt in meinem Leben. Warum abhucken die so schnell, wenn ich sie bisher tunnel? Ich kann mir richtig vorstellen, dass Michaela darüber nicht glücklich ist, obwohl sie mit Dwight zusammen Head-On spielt. Also. Ich glaube, es ist ein Premade. Aber ich weiß jetzt nicht, ob die als Premade sich so dachten, Alter!
YOLO mich mal wirklich 3 Sekunden nach dem Abbruch direkt wieder runter. Junge, der tunnelt mich gerade heftig. Das wäre so geil, wir ficken den mit Head-On. Ist das sicher, dass ich dich runterhole? Ja, wir ficken den mit Head-On. Safe, safe, safe. Safe, der hat keine Chance. Aber du bist Hafe, wir könnten einfach... Nein, 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 nein. Ey, vertrau mir, Bruder, vertrau mir. Glaube ich nicht. Ich glaube, Dwight war so, wie ich ihn outplayed habe. Er hat gar nicht bemerkt, dass ich hinter ihm bin. Ich hole jetzt einfach runter, um ihm zu zeigen, dass ich... Fuck, mein Teammate ist tot. Den outplay ich hier. Oh, Apollo. Na, da haben wir schon Juicer wieder. Jetzt kriegen wir die Juicer hier rein. Was willst du machen? Jetzt kommen sie alle. Um diese Uhrzeit spielen anscheinend nur noch die heftigsten Suchtis. Du bist ein Wunder, so wie ein Wunder. Ein Wunderpunkt in meinem Leben. Wow. Geschmeug. Ich hab versucht. Oh, wenn er mich jetzt geblendet hätte, hätte es sowas funktioniert, weil ich gerade nicht meine Hand an der Maus hatte. Sag ich! Sagen Sie es nicht. Sag ich! Trier! Witzigerweise, Dwight. Was? Ich hab ihren Volt unterbrochen, weil ich im Weg war. Dann ist der doch stattgefunden, Freunde. Ich glaube, seine Flashlight ist leer. Sucks to be you, Blood. Dwight. Damit habe ich aber nicht gerechnet. Er kam nicht rüber wie jemand, der dodged. Flashlights sind so nervig, kauf dir ein Headset. Hör auf, dich über was zu beschweren, was du ändern kannst. Ach komm, ihr euch da hängen. Ich will ihn halt umsägen. Maus 1 könnte ich ihm immer geben. Ich glaube, ich mache das jetzt auch. Was eins den Scheiß drauf. Ja, wie wird das mit dem Sägen nicht? Ich bleib immer überall hängen. Bevor ich seinen Chase jetzt hier künstlich in die Länge ziehe. Scheiß drauf. Main Building kann dann nochmal richtig auf den Sack gehen. Ich glaube, das waren beide. Aber es war keine Solo-Action. Ja, durch mein Usen der Chainsaw habe ich ihm wirklich viel extra Chase gegeben. Ich hätte, wenn ich Maus 1 hätte, den Chase viel schneller beendet. Aber haben wir nicht. Und ich muss meinem eigenen Motto ja gerecht werden. Beschwer dich nicht über Dinge, die du ändern kannst. Heißt, wenn ich einfach will, dass die Chases schneller enden, sollte ich nicht an risikobehafteten Orten meine Chainsaw auspacken. Ja, Chainsaw klappt am besten, wenn die halt open field sind. Ah, da bin ich hängen bleiben. Diese ganzen kleinen Scheißobjekte, die hier oben stehen. Wirklich, dass er die hat? Dem Play? Nee. Er ist aber nur scheiße. Cool. Ich glaube, er ist tot. Ja. Wunderbar. -2. Ey, Flashlights sind useless, wenn du ein Headset hast. Dann hörst du die Steps von dem. Ich habe den Dwight einwandfrei verfolgen können, während ich blind war.
Außer einmal. Da ist aber in den Schrank gesprungen. Das habe ich auch gehört, aber ich dachte, der hat ein Window Vault gemacht. Mist, Kacke, Arschritze. Donnerfotze, sperr man meinen Mund. Garden of Joy, muss man. Man kann halt auch einfach die Pallet nicht droppen. Ja, eigentlich können wir Facecam, was will die machen? Ich bräuchte eigentlich mal einen neuen Löffel. Ich gebe mir mal einen neuen Löffel holen. Ich glaube nicht, dass die Claudi jetzt einfach kommt. Überrumpelt worden. Meine grenzenlose Power war dir zu viel. Gib auf, du Narr. Lass dich lieber von ein paar halbstarken Killern chasen. Vielleicht klappt euer Head-on-Flashlight-Geschiss da besser. Diese Narren! Wann Auflösung, Punkte von Wraith, lutsch mein Schwanz. kommt der denn her so schnell, ha? Da, wo in sie hinläuft, ist die Hedge nicht. Da waren wir schon. Das heißt, wir haben hier freie Fahrt mit ihr zu machen, was wir wollen. Ich könnte sie mit Loco Chains treffen, dann würde ich ihr aber einen Sprint Burst geben. Wir halten sie hier. Ja, die kriegen wir da niemals umgesägt. Die Wette wird aufgelöst, sobald er wieder bei Wraith angekommen ist. Ich löse die Wette auf, wenn ich die Wette auflöse, ihr Fixer. Der Tag, an dem ich mit Nurse verliere, ist der Tag des jüngsten Gerichts. Suffocation Pit würde mich jetzt normalerweise abfacken, weil wenn Macmillan, dann irgendwie immer Suffocation Pit. Keine Ahnung, ob da gerade eine erhöhte scheiß Chance ist. Diese Drecks-OP-Map. Aber wir sind Nurse, also interessiert es uns nicht. Nicht auf derselben Seite gespawnt. Meine lieben Kinder, sind eure Spartaner! Ihr habt eure wertvollen Goldmünzen auf diese Krieger gelegt. Das sind doch mal gut verteilte Skirtschucks. So ist besser. Du bist ein Wunder, so wie ein Wunder. Ein Wunder in meinem Leben. Wie da wie so ein NPC steht.
Niemand schmeißt mir das Palette in die Fresse. Irgendwie war ich stuck in irgendeiner Art Desync von ihr. Aber gut, dass wir Nurse sind und es deswegen einfach egal ist. Ich mach doch keinen Rematch, seid ihr bescheuert, weil die dies. Ich zerfleische mit Nurse jeden von denen. Leon soll gar keinen Bock mehr gehabt, oder? Ich glaube, Leon wollte sich umbringen und irgendwer ist hingerusht, ne? Richtig so. Absolut richtig so, Junge. Sein Aufhören war so krampfhaft abzogen. Noch Fragen, Chat? Irgendwelche ungeklärten Fragen? Braucht ihr Hilfe bei irgendwas? Habt ihr irgendwas nicht verstanden? Ne? Gut. Doch, ne. Oh, ein Narr, der einen Gen. Dachte ich Port. Wow. Miau. Chachi. Nein. Er geht zum Abhock. Nein. Zum Abbruch. Ladies and Gentlemen, we got it. Gut, gut. 150 waren das, ne? 150. 150 von euch, die gnadenlos auf Nein gegangen sind. Würdest du eine Masturbations-Challenge gewinnen? Challenge gewinnen? Das ist eine wirklich interessante Frage. Wir sollten dem auf den Grund gehen. Habt ihr schon mal solche Muskeln gesehen, ha? Ja. Yeah. Noch Fragen? Ihr Pussys. Sacke! Oh, fuck. Natürlich ist irgend so ein Rückspiegel im Weg, oder? Das wäre ein exakter Treffer geworden. La, 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 la. Steve ist etwas sauer.
einigen Crosshair anmachen für solche Pixel-Perfect-Shots. Spartaner! Die sind halt alle hier, ne? Das ist so lukrativ, hier einfach zu bleiben. Boah, Junge, an welchen Pixel wird das eigentlich hängen? Prozent. Eigentlich wollte ich ihn jetzt schon dreimal aufheben, aber irgendwie bin ich nicht in Range, ihn aufzuheben. Guck mal, ich kann ihn hier nicht aufheben! Alter! Hä? Jetzt! Lass mich doch verarschen. Mit dreimal habe ich ihn aggressiv schon versucht aufzuheben. Das war gar nicht so, was ich jetzt hier ewig umeiern wollte. Es funktioniert noch nicht! Halt alle hier, ne? Das ist so unfassbar lukrativ, Freunde. Das ist unglaublich. Also, Steve habe ich gerade fast getroffen. Habe ihn gerade vors Gesicht geschmissen. Dieser Basic Skin Dwight dodged. Ich fass es nicht. Also mit 100 Hitboxen. Okay, er duckt sich durch. Er wartet, bis man schmeißt. Dwight wartet, bis man schmeißt. Der macht da gar keine Aktion draus. Na gut, na gut. Verändere Strategie auf dieses Dwight-Niveau. Watch it. Ich schätze Dwight jetzt ein wie ein Dwight. Er wird jetzt Medium wollten. Abgelogen. Vielleicht Dwight doch etwas anders eingeschätzt, als ich es glaube. Aber er ist einfach geschiftet. Er ist ein Dodger. Er bleibt sitzen. Bis man wirft. Und der Scheck läuft ja außen rum. Aber er würde den Hit fressen. Wenn ich ihm hinterherlaufe. Die haben irgendein Any Means Necessary Dude hier. Ja, aber er war sein hier. Immer dieses, ich schmeiß den so. Eigentlich, das Timing ist gut und die Richtung ist gut, aber es ist immer noch so ein Pixelwand, was meine Axt abfängt. Ey, ist nicht so viel. Es ist ein Basic Skin Dwight, der aber aus irgendeinem Grund nicht spielt wie ein Basic Skin Dwight. Fuck. Also ich sag, wie es ist. Die Äxte landen nicht da, wo sie sollen. Er traut sich nicht, dem Fenster lang zu laufen, weil die meisten das Mindgame. So, Dwight ist hier drüben. Dann geben wir ihm einfach einen Dwightastischen Snipe. Gelungen, er kämpft wirklich jede Palette, dem ist alles scheißegal.
Genau so, Alter. Genau so ein Heißer. Ist der Freche. Junge, Alter. Also, wenn ich eins sagen kann, dann, dass um diese Uhrzeit fucking freche Survivor da sind. Junge, wo ist denn deren Respekt hin? Sah nach einem geschmeidigen Made for This aus. Wenn's Made for This war, dann hat er auch wieder gedacht, er hat Hope. Leute, die Made for This spielen, denken irgendwie einfach, sie haben Hope. Bro, Hope ist mehr als doppelt so stark wie Made for This. Hope ist geil. Made for This 3% drauf geschissen. Immer noch First Try? Natürlich. Ich hab vorhin mit Töpper das Intro gemacht. Und das ist bei Huntress schlimm, immer diese Schneeflocken, die diese Äxte blocken. Ist irgendwie immer so Last Pixel. Ich schmeiß immer so gerade so gegen Pixel, dass die Axt einfach hängen bleibt. Ja, Junge, wir haben erstmal den schönen Ace in the Hole Only Gabriel weggetunnelt. So, Azeroth's These Nut Place. Gut, wir haben Permanöt. Wir haben Play with Your Food mit 8000 Stacks. Ab geht's. Habt ihr noch Fragen? Unsere Obsession ist eine von beiden Feng Mings. Oh ja. Feng Ming, sag mir, dass du meine Feng Ming bist. Komm schon, jetzt blim. Yeah. So muss es. Bing. Stack 1. Hoia. Hoia. Oh yeah. So, keine Ahnung, wie der Cooldown ist. Wir bleiben einfach mal ein bisschen dran hier. Wir kleben, wir kleben, wir kleben, wir kleben, wir kleben, wir kleben, wir kleben. Oh, tschüss. So, 3 Stacks. Unendliche Macht. Also, ja, dann war leid. Hätte ich 4 Monga, hätte sie jetzt kein Leid. Bitch. Wie die mich noch anguckt an der Türschwelle, als könnte sie mich jetzt da so juicen, Junge! Da drüben haben wir 3 Skirtschuchs. Da ist es mir lieber. Wir brauchen ab und zu aber mal unsere Feng Ming, die wir nochmal so anchasen können. Eine kleine extra Runde gefällig. Nice. Immer diese NPC-Survivor. Ja. Ihr seid genau solche NPCs. Wir machen einfach deren kompletten Start-Progress zunichte. Jeder Play with your food stack ist ein Down. Normalerweise ist man so Dauerständer-Meyers, wenn 2 Gens an sind. Aber wir haben es bei 0 Gens geschafft. Plus... Himmel, Herrgott. Plus... Wir regressen gerade deren kompletten Startbonus. Meyers kassiert am Anfang immer ultra schnell. Weil er halt nur stalkt, dann können die Survivor extrem viele Gens machen. Ich bin ein Star. Aber all der Bonus an Gen Progress, der am Anfang stattfand, ist gone. Oh!
klappt einfach immer. Eine Richtung antäuschen und dann einfach die andere geben. Das klappt immer. Gimme Stacks. Gimme Stacks. Ja, ich hätte sie da umhauen können. Aber ich will Stacks. Oh ja, lass dich ziehen. Oh, warum lässt du dich nicht ziehen? Gimme Stacks. Oh. Und wenn die jetzt noch so freundlich wäre, sich ziehen zu lassen. Mann, ey, Fangman, geht's dir eigentlich? Knusper, lass dich doch gefälligst ziehen. Junge, geht's dir jetzt ein bisschen zu gut? Ja, hab ich zweimal nicht zugeschlagen, denkt ihr direkt, wir sind best Freunde. Gute Freunde sind für immer da. Play with your ass, Rice. Miau. Oh, was ist die Glocke? Oh mein Gott. Balance oder Leib mit den Leib? Stimmt. Platsch. Mit seinem Fixated. Abruptes Abbremsen und nach links gehen. Auch sehr teuer. Und die heilen sich hoch. Das könnte nur den Zweck erfüllen, jetzt Iron Will zu haben und sich dann zu verstecken. Wenn sie allerdings jetzt abhuckt, dann war das Hochheilen nicht worth it. Weil was wollte sie damit hochheilen? Worth it, worth it. Who you gonna call? Worth it, worth it. Ja, Freunde. As always, I 4K. Hab ich nicht dran gezweifelt. Dauerständer statt Mori? Ja, es dauert aber länger. Muss ich länger Meier spielen? Oh Gott, es kommt jetzt Hack. Ah. Das Gute daran, wenn ich sie gespielt habe, habe ich sie hinter mir. Oh. Das ist das einzig Gute, Junge, aber... Oh, oh. Ich sag euch, bald kommt sie wieder nach hinten. So nervig. Hackspielen ist einfach Arsch. Vor allem muss ich mich voll konzentrieren beim Hackspielen. Ich sabber. Also ich sabber nicht wirklich, aber... Ich sitze dann so hier, muss mich konzentrieren. Meine komplette mentale Kraft nutzen, um Hack zu spielen, diese alte Pute. Versteht ihr, ich bin in Zeitlupe gegangen. Willkommen bei der Hack, liebe YouTube-Freunde. Wie ihr unschwer erkennen konntet, solltet ihr bis hierhin geskippt haben, bin ich bei Hack. Was bedeutet, ich war bisher sehr erfolgreich. Wir spielen Hack nicht am Ende, weil ich keinen Bock habe, die ganze Zeit bei jedem Kinder noch dran zu denken, noch Hack spielen zu müssen. Es ist also für den Mentality-Boost ganz gut, wenn wir einfach Hack abgeschlossen haben. Wie als hätten wir unsere Hausaufgaben direkt nach der Schule erledigt.
Aktiviere vollkommene Zoning. Hat er sich gerade ins Zeichen reingebracht? Naturbox. Hat kein Zeichen. Ist schon zu weit weg, die Falle lohnt nicht mehr. Na gut. Guter Start. Klassische Falle, die kennt jeder aber. Wir stellen sie trotzdem mal hin. Für alle Fälle. Sie hat ganz schön viel Abstand zu dieser Falle gehabt schon. Auf die Knie, Hack. Nice Tank. Excellent. Sieht so aus, als wollte David aufgehoben werden, weil Destroy. Sassy Boy. Safety Best for Last auf Hackworth? Ja. Muss mich konzentrieren. Kann jetzt hier nicht Chat lesen oder sowas. Fickt euch. Ist mir egal, aber die Strike hat. Kann er doch. Pussy, traust du dich eh nicht. Sag ich mir, was ich nicht. Phase 2 für Daviet. Sloppy Butcher gibt uns halt extrem viel Pressure, weil die halt überhaupt nicht zum Heilen kommen. Ich David auf, alles von ungewohnt. Ich häng David auf und höre ihn nur in der Ferne schreien. Ist actually funny. Das kann auch nur Hack. Die Palette nicht zu pre-droppen, sondern richtig juicen zu wollen von der Rebecca, war aber auch schon wieder mutig. Mann, diese Skirtschucks aber auch hier vermaledeit nochmal, was ist denn das schon wieder? Einfach random Fallen in Spam, was soll's. So, wo man glaubt, wo Survivor herlatscht. Check deaktiviert. Oh yeah, baby. Oh yeah. Ich wusste, dass eines Tages hier ein Survivor herlatschen würde. Ich wusste es. Ich wusste es von Anfang an. Ich habe es einfach 5 Minuten vorausgesehen. Braucht irgendwer von euch vielleicht irgendwie Lottozahlen von morgen? Obwohl, da geht nur 5 Minuten. Braucht irgendwer irgendeine Vorhersage, was in 5 Minuten passiert bei irgendwem? Immer schön in die Büsche, dann sehen die auch nicht. Falls sie überhaupt drauf achten. Hab vergessen, eine Falle davor zu knallen. Überall welche hin, Spam. Ja, nö. 50-50, dann helfe ich euch nicht. Hey. Junge, der Sloppy Butcher-Druck ist aber auch gerade immens. Ich habe vollkommen verloren, wo Rebecca ist. Sie macht den exakt gleichen Fehler nochmal, weil dieser Pre-Drop, weil sie Angst hat. Leid? Nö, ist tot. Sie ist tot! Seit wann ist Hex so stark? Seht ihr?
Das mag man glauben, wenn man die hier so demolischt. Das liegt einfach daran, dass die zweimal kacke sind. Meine Güte. Da ist ja Action. Da ist ja Action, Drama und Comedy. Also was sagst du, mon chéri? Oh, Medium Clear, werde ich gleich mit meinem Hund rausgehen. Das ist außerhalb eines 5-Minuten-Bereichs. Ich kann es noch nicht sehen. Why, hello there. Nein, ich bin out of friendship. So hat er sehr gegen Sven. Ah. Oh, ich hab... Oh mein Gott. Dieser... Oh mein Gott, ich könnte jetzt gehittet werden. Ich bin weg. Gut, ich mach einen Bogen. Ich hätte wirklich dran gedacht, dass ich die durchs Fenster wegklatschen könnte. Who would have thought about that, dude? Who would have thought? Oh mein Gott, Junge, gehen mir Hooks in diesem Game heute aber exponentiell auf den Piss. Ich kann die nicht aufhängen, obwohl die ganz normale Loop. Ja! 99,9, Junge! Da sind wieder keine Hooks! Fünf Minuten in die Zukunft sehen, nicht irgendwie zwei Tage. Willst du mit mir Drogen nehmen? New Blatch. Drop trotzdem, dann wird er auch nicht schiffen. Wie gut, dass wir diesen Hook abgetrappt haben. Schade, hier hatte ich vorhin noch eine Falle. Hier war eine Claudia. Aha. Die hat auch nur deswegen dieses Shirt, weil ich sie absteigen will. Diese Falle hier genau an der Stelle ist insane, Junge. Die latschen ja alle 2 Sekunden irgendwer leer, so mäßig. Oh, die Hooks. Nein. Ich glaube, er dachte, ich hab den noch auf der Schulter, deswegen ist er so durchcommitted. Junge, Alter, diese Hooks, ne? Guckt euch das an, ich hab den Hook und dann die gähnende Leere von gar nichts. Und den Hook erreiche ich auch nur von dem Hook. Wenn da hinten jemand bei dem Gen down geht, ist der safe. Der wäre safe. So, watch this, Freunde. Watch it. Ups. Ah, safe. Jetzt fällt die. Und kommt nicht weit. Ah. Aber diese Insta-Volta mit ihrem scheiß Light immer, ne? Die droppen immer einfach nur, damit sie sofort ihr Light triggern können. Also die ist nicht raus, aber auch nicht drin gewesen. Wo sind die überhaupt plötzlich verschwunden? Hat die irgendwie Lightweight? Toll. Die ist plötzlich so hier. Da muss man ja jetzt nichts zu sagen, da. Oder? Die Farbe ist so abgekratzt. Seht ihr das? Hier und so. Da. Die ist abgekratzt, weil ich da schon das ein oder andere Mal was aus Versehen gegengescheppert habe. Das ist übrigens ja auch schon was alt. Das ist kein Staub. Ich werde ja wohl aus dieser Distanz erkennen, dass das kein Staub ist, Freunde. Staub könnte ich nur weg. Die Farbe ist weg. Das ist weiß. Das ist unter die Farbe. Schwarz ist weg.
Oh boy. Wieso sind da Taschentücher? Das sind Klopapierrollen. So. Ah ja. Ist fertig. Gut, kommen wir zum Wesentlichen. Ich habe noch von der letzten Hype-Challenge die Switch OLED nagelneu verpackt, Freunde, frisch. Und ein Stream Deck. Natürlich ist mir klar, dass ihr alle die Switch wollt, ihr Pisser. Aber die wird als letztes verlost. Hey. Jungle Gyms sind extrem schwer zu outschocken, wenn der Survivor das clean läuft. Ist sie nicht? Easy. Weil egal wie ich schocke, er kann immer eins von beiden nutzen. Welche Drecksau, hä? Stream Deck bitte an mich. Wir machen eine Verlosung. Aber wir machen einfach so eine stinknormale. Ich mach einfach Nightbot an und ihr macht einfach einen Befehl. Ich mach jetzt hier keinen Postara raus. Schade. Er hat Mac gerade so noch vor Phase 2 gekriegt. Wann soll die Verlosung stattfinden? Weißt du was? Nach dem Game. Nach dem Game. So, die liegt ja immer noch hier. Ich dachte, die ist mittlerweile hochgeheilt worden. Hallo, beide. Aber die teilen sich auf. Oha. Wow. Das kommt selten. Dass die Mac noch nicht hier ist, wundert mich. Es ist Phase 3. Es ist Phase 3 und wollte sie hochheilen. Miau. Rebecca können wir nicht aufheben. Die hat so viel Wiggle-Bonus. Aber die liegt ja auch schon dabei. Das war so free. Ja. Ja, das war es. Also, meine lieben YouTube-Kameraden, schreibt mir doch mal gerne in die Kommentare, wie ihr es fandet. Das war die falsche. Die wollte ich ja gar nicht aufheben. JK. Wir können sie jetzt aufheben. Jetzt hat sie keinen Wiggle-Bonus mehr. Schreibt in die Kommentare. Na, wer kennt's, Freunde? Wer kennt's? Wer kennt's? So alt bin ich nicht. Verlose doch jetzt schon. Boah, YouTube, seht ihr das, mit was ich mich hier umschlagen muss im Live-Chat? Hey, meine lieben YouTube-Kommentare, macht's mal einfach besser. Macht's besser als die. Seid die besseren Kommentarschreiber. Schreibt, wie toll ihr diese Doc-Runde fandet. Klar, sie war piss-easy und ich hätte sie wahrscheinlich mit meinen Arschbacken gewonnen. Aber schreibt rein, wie toll ihr das fandet, wie ich sie zerstört habe. Und die Runde davor. Und die Runde davor. Und die Runde davor. Und wie ihr die ganze Folge fandet, den Part 1 von der Vorkehr-Challenge. Oh mein Gott. Seht ihr? Die YouTube-Kommentare werden viel besser als ihr Wichser. Bye-bye.
Bei Titty war in der Endcard immer eine Grafikpizza, von der langsam Stücke weggegessen wurden. Jolo weiß es noch. Siehst du, Jolo ist ein Mann mit Kult. Ah. So. Na Ruhe jetzt, muss mich konzentrieren. Was geht, YouTube? Was geht, YouTube? Willkommen zur Bubba-Runde, YouTube. Was geht, YouTube? Hey, YouTube. Ich grüße YouTube, weil ich so cocky bin und glaube, dass wir jetzt schon gewonnen haben. Was geht, YouTube? Wichtig ist, dass man auf YouTube weiß, dass ich so derartig cocky bin, dass ich einfach behaupte, dass ich jetzt nur noch 4K ohne einen Lose, weil sonst würde dieser Run nicht auf YouTube landen und ich könnte nicht mit YouTube reden, weil es ja nie auf YouTube landen würde. Wisst ihr, was ich meine? Oh mein Gott, vor ihr war eine Pellet, Alter. Vor ihr war eine Pellet, Junge. Niemand schmeißt mir eine Palette in die Fresse. All die Skirt-Schucks sind wieder alle an der Map-Border da hinten. Boah. Boah, da könnte ich schon wieder einen Apfel kriegen. Da krieg ich schon wieder hart ansteckenden Genitalherpes, wenn ich meine Skirtschuk sehe. Uff. Und ich denke mir nur, uff, was ist passiert? Entschuldigung. Ich hätte es geschafft von der Reichweite her, könnt aber glauben, da. Hohoho, du rotzfreche Göre. Wäre der Haken zu uns gedreht, dass ich jetzt so aufhängen könnte, das wäre insane. Das würde uns ein paar Sekunden sparen und ein paar Meter näher an die hier bringen. Einfach nur wichtig, dass wir von der Seite breaken, damit er nirgends vorhin kommt. Ich will ihn sonst nicht mehr auslassen. Oh! Ist einfach noch eine Palette, eine Filler, die brauche jetzt aber auch nicht zu viel. Ja, der kriegt natürlich alle Filler der Welt. Ich hasse Ormond dafür. Fuck! Oh, es war alles so close. Wirklich, als hätte die Spawns ein bisschen geiler gewesen wären. Alleine vom Hook. Oh, die paar Meter, das macht's. So Dinge machen's schon. Wenn der Hook da zum Beispiel einfach nur zu uns gerät wäre, dass wir nicht immer rum müssen, um aufzuhängen. Plus, dann wären wir nochmal so 2 Meter näher dran, weil wir hier aufhängen würden und nicht da. Ah, oh, so ein der kleine, aber feine Unterschied. Gamer-Fangming, holy shit. Ormond. Sie ist dead, aber hat uns nochmal ein richtig schniekes gegen die richtig schniekes Skirtschuk mitgebracht. Oh mein Gott, uns geht's aber gut. Ah, oh, der Schmerz, oh, das Tentrum geht so lang. Oh, ah, oh, ah, oh, Gott, Schmerz. Oh, oh, wow. Oh, am Haken hängen geblieben. Ich krieg zu viel. Ja. Dafür schluckt die Jill besonders viele Schnecken heute. Da ist er. Bubbele. Die Plating Pellet.
Oh, wie winst du hier? Oh. Boah, Alter, was? Hab ich mir jetzt einen geschissen, Mann, ey! Boah, hab ich mich gerade eingeschissen, weil das so random war. Also, dass ich da gerade aus irgendeinem Grund auf die Pellet-Break-Animation geaimt wurde. Puh. Fahr ich einfach durch, Junge. Ist mir doch egal. Die haben wir, Freunde, die haben wir. And as always, I4K! Werde ich Ihnen auch gleich sagen, weil es ist einfach so. As always, I4K. Deswegen heiße ich auch I always 4K, weil ich immer 4K. Ich gewinne immer. So, as always, I4K. Die würde ich auch nehmen und dann einrahmen. Ich wurde hier eine Wette gekauft. Ich wurde hier eine Wette gekauft. Schön. Sehe ich jetzt aus wie euer verdammter Diener? Ist einfach schon hier oben. Dann ist er hier oben gespawnt. Wie hat der einen Sprint Burst? Der hat übelst die Latest beim bei den Salergen umkommen. Der Loop ist es. Ganz dahin stellen, aber naja. Die Falle soll dem Zweck dienen, dass sie nach dem Vault jetzt gleich langsam ist und nicht noch eine extra Runde läuft. Der hat sich schon aufgeweckt, die Pflanze. Yeah. Fick dich, Ace. So, wow, der kommt. Wenn der Jen jetzt hier knackt, haben wir ein Problem. Dann war unser Pop wasted. Nice. Es ist nicer, wenn immer irgendein Jen scourged, der nicht bei dir ist. Weil dann machst du global schön Druck. Haha. Der hat mir wirklich nicht abgekauft, dass ich komme. Der ist einfach dran geblieben. One Shot von oben abgekürzt. Okay, ich habe mich selbst verwirrt. Eigentlich wollte ich hier vorne raus, aber irgendwie war das so. Moment. Ja, das passiert. Das Gebäude ist so unendlich stark. Aber sie spielt das hier um. Also dieses Gebäude hier hat, das ist das Gebäude mit den drei Fenstern unten.
meine, ich habe aus der Ferne noch einen dran gesehen. Du Wichser! Nice. Der hätte den Abbruch geschafft. Phase 2 nehmen wir noch mit. Habe ich den nicht gesehen? Die hängt ja immer noch. Die bleibt doch einfach hängen. Vielleicht kriegen wir sogar einen Insta-Down. Who knows? Manche versuchen uns zu kippen, wenn du umdrehst. Leider die Pellet richtig ge... Ist die wieder hoch? Okay. Leider hat die Kate die Pellet richtig gespielt. Den hätte ich gerne gehabt. Warte, sie kommt hier nicht weg. Auch wenn ich nicht weiß, warum Jill hier aktuell noch lebt, bin ich ehrlich. Sehr teuer, dass ich hier weiter rumeiern muss. Schade, dass ihr nicht wolltet. Das hätte mir nochmal ein Stack gespart. Jetzt ist leider unsere Obsession tot. Aber wir müssen das jetzt hier tun. Ja, wir haben keine andere Wahl. Aber Junge, Junge, das Game läuft nicht, wie ich mir das eigentlich vorgestellt habe, wie es laufen soll. Ah! Oh, schnell ein Stack mitgenommen. Ist das jetzt verdammt smart spielen? Okay, waren zwei. Wir haben den Vorteil, wir haben gerade einen Zwei-Mann-Gen abgebrochen. Inklusive des eigentlich gechasten. Wir haben also so gesehen gerade alle Survivor unter Kontrolle. Das ist huge. Und Junge, Junge, war das wieder eine knappe Geschichte, die überhaupt an den Hook zu kriegen. Gut. Überhaupt keine Peilung mehr gehabt, von wo ich komme. An dieser Stelle haben wir alles richtig gemacht. Das Game ist gewonnen. Sarina? Sarina ist Full Life. Sie hat die 4% bekommen. Kate hat sich selbst abholt. Das muss so sein, weil Sarina auch nicht hier ist. Und sie ist Full Life geworden. Eine Sekunde nach dem Abhook. Das heißt, entweder war sie 99% und Kate hat sich schnell geheilt. Oder, was ich eher glaube, sie war nie da. Nervig.
schläft zwar noch nicht, aber die schläft jetzt. Okay, hier haben wir sie. Ist die noch ein Skirtschuck wert? Ich hoffe es. Ey, dass sie die 4% bekommen hat, ist so teuer! Selbst abhook ohne Broken Effekt, ohne alles, einfach selbst abhook. Das, meine lieben Damen und Herren, war kein Skirtschuck mehr. Das ist ja der Oberhammer. Oh mein Gott, das ist perfekt. Ich hasse die Häuser auf Haddonfield als Maus als Killer. Mit dem Clown-Suit so viel besser. Er geht einfach so hardcore außenrum, dass die 15% Slow scheißegal sind, weil die ganzen extra Meter, die er deswegen geht, sind so viel schlimmer als 15% Slow. Oh Gott, ja, das war geil. Und dann das auch noch mit diesem Clown-Suit. Oh, das war perfekt. Da verschenkt man nicht an so einer scheiß Kante hingeblieben bin. Spam die Plorre hier so zu, dass er gar nicht auf die Idee kommt, richtig Welle zu machen. Ja, der will das OP-Haus loopen, aber der kann mir mal so hart den Kopf hacken. Der hat sich jetzt richtig, der hat sich das anders vorgestellt. In seinen Träumen hat er jetzt hier wirklich jedes Fenster fünffach geloopt und holt zwei Gens raus. For free. Der kleine Pisser. Haben wir jetzt eigentlich mal noch einen Skirtschuck hier irgendwo? Also, von irgendeinem Zweiber? Na bitte. Die hat balanced. We know that. Ich wollte so in die Kurve reinsteigen, dass ich sie hitte, aber... Ah, das ist eine Trapper-Falle, da können wir nicht durch, dann stirbst du direkt. Wow. Und Schokolade, Baby. Wer hat gewonnen? Ich hab gewonnen. Weil ich verfickt smart bin und das beste Makro der Welt habe. Meine Timings und meine Entscheidungen sind so dermaßen perfekt, dass sie zwar aber keine Chance hat. Der ist natürlich jetzt wach. Das ist natürlich schön für ihn. Ein Hyping Killer hätte da reinschlagen können. Aber ich vertraue mal nicht in meinen, weil meine... You know how it... Lol. Ja. Mach einfach den. So. Boom, ja. Und tschüss. Phase 2 am OK. Kate wird jetzt auch noch nur hier rumrennen und irgendwie alle abhucken. Kate hat sich vor 10 Sekunden erst wach gemacht. Dieses Geabhucke jetzt, Alter, geht mir das auf die Eier. Sie so um die Ecke schaut. Wo ist er? Oh, scheiße. Ah, geil. Ja. Wo haben wir denn nochmal gedownt? Ich sehe. Die Palette ist wirklich Arsch. Und manche
fordern wirklich, dass jede Palette ungefähr wie die ist. Ho, das ist ja was. Ich bin übrigens der Überzeugung, solche Paletten sind eine Frechheit. Justus leer. Ich mach mir jetzt ein neues Justus und wenn ich wieder da bin, seid ihr alle nackt. Okay, Freunde, zieht euch ganz schnell wieder an. Heilige Maria Josef, ich hätte nicht erwartet, dass das... Bin wieder da. Okay. Mehr Glück alle, die wollen sich alle selbst abhucken. Aber dafür brauchen die Slippery Meat. Alle brauchen Ace in the... Acey, Macy, Macy, Schmacy, Abdienti. Das sind 2 Perks von jedem für ein Deliverance. Heißt, auch wenn sie sich vielleicht selber abhucken, haben sie dafür sehr viele Perks geopfert. Das heißt, wir sollten nicht für Hooks-Camps gehen, weil die sich wahrscheinlich selbst abhucken werden, alle. Das ist auch der einzige Grund, warum du mehr Glück schmeißt. Self-Abhucks. Gigidi. Weil wir es so wollten. Ja, schwierig, wenn man in der Mitte spawnt. Ich hasse das. In der Mitte spawnen heißt immer vollkommen random, wo die spawnen. Der Typ trifft die Skilljacks nicht bei der Jigsaw-Box. Das gefällt mir. So gefallen sie mir. Und da bringt die nicht mal mehr Glück was. Denn die Box, die sie haben, ist von Anfang an festgelegt. Dass er das Fenster nicht nutzt, wundert mich. Als würde man in Butter reinschlagen. Amazing. Seid ihr witzig, höchstwahrscheinlich selbst abhucken? Das ist soweit aber kein Problem. Das interessiert uns. So, das sehen wir jetzt anhand, ob er 4% nimmt und wie viel er an Zeit verbraucht. Ja. Da hat Slippery Meat. Das war ein Selbst. We know that. Aber, weil wir verdammte Kriegsveteranen sind, wissen wir das, weshalb wir smart sind und gar nicht erst irgendwie um die Abhucks herum spielen, weil wir wissen, sie kriegen sich alle selbst runter. Wir sind smart. Es ist gut möglich, dass sie glauben, dass Glück hier hilft. Bei den Boxen. Und die Fallen ticken. Weil es immer einen gibt. Irgendeiner ballert einfach immer einen Gen durch. Auch sie wird sich selbst abholen. Denn um das zu spielen, was die machen, muss jeder mitmachen. Jeder muss Abdienti mitnehmen, damit die maximales Glück haben. Also jeder von denen spielt Slippery Meat Abdienti. Übrigens ist die Wahrscheinlichkeit, sich selbst zu abhucken, nicht 100%. Es kann also auch gut sein, dass bei dem einen oder anderen das failt. Ist also nicht guaranteed. Da wir aber Picks sind mit dem Boxensystem am Anfang, ist die Zeit, die sie mit Selbstabhucks sparen, halt nahezu null. Null ist der Kopf. Den kriegen wir hier outplayed, weil er jetzt springen muss. Bam. Und wir sind da.
glaube, das Smarteste, was du hier machen kannst, ist die Pallet campen. Was sind das für Add-ons? Alle starten mit einer Falle auf dem Kopf und keiner sieht die Aura seiner Boxen, bevor er ein Gen-An ist. Na, jetzt muss den jemand abholen. Und Kate ist an ihrer Box. Könnte ihre letzte sein. Die Box lacht nicht, das heißt, sie ist nicht fertig geworden. Sie muss sie also nochmal machen. Gut. Gut. Das Game läuft par excellente. So, Ace ist dead on Arschritze. Der Kollege ist ein Free-Hit. Wir haben dann 7 Safety Best for Last. Stacks, das schmeckt. Nach dem Hit gehen wir zurück zum Hook. Weil irgendwer ist schon unterwegs. Das lassen wir uns schmecken, was auch immer da hinten gleich ankommt. Es ist Kate, seidenen Mantel. Und Ace, der ist dead on Hook. Der schmeckt besonders. Dem hat das Fun-Bild besonders viel Spaß gemacht. Der ist es gerade so, Diesnitz. Wenn die einer stirbt, by the way, haben die weniger Glück. Weil denen fehlt jetzt ein Survivor mit Up-D-Anti. Bedeutet, die Self-Up-Hooks auf Kate und Steve sind jetzt unwahrscheinlicher. Isn't that great? That's great, isn't it? In it? Und weil sie auch tot ist, haben die jetzt noch mal weniger Glück, wodurch die Self-Up-Hooks der beiden noch einmal drastisch gesunken ist. Also, dass sie sich jetzt abhucken, ist so eine Chance von 1 zu 3. Und Schokolade. Ab nur die Non-Obsessions ist das geil, Junge. So gefällt mir das. So gefällt das, Papa Baby. Hadouken. Der will unbedingt Ballets runterspielen. Der weiß aber schon, dass Balance genau einmal funktioniert. Bro, der spielt Balance wie das alte Balance. Und Schokolade. Er versucht's, Freunde. Er geht für die Tries, aber das Glück hat ihn verlassen. Noch einen hat er. Tja, mit 2 Toten ist das Glück schon deutlich geringer als vorher. Es ist, wenn alle leben, so ein 50-50, by the way. Ja. Ah!
Juicer, Junge, Juicer. Ho, der hat aber ein paar Tutorials geguckt, der ist ja richtig am Juicen. War da nicht die Hedge auf der Straße? Nö. Ich glaube, die Hedge war irgendwo hinter einem Gebäude. Weil ich habe nicht hinter jedem Gebäude nachgeschaut, sondern nur so grob reingehört.